Wir wandern über das Riesengebirge nach dem Jeschken-Isar-Gebiet mit dem 1000 Meter hohen Jeschken. Zu seinen Füßen liegt Reichenberg, die bedeutende Tuchmacherstadt, eine deutsche Gründung aus dem 13. Jahrhundert. In den verschwiegenen Tälern dieser Berge, der Heimat Gustav Leutels, blüht eine jahrhundertealte Heimindustrie, die Glasschleiferei. Die gebändigten Wasser der Gebirgsbäche treiben waagerechte Schleifsteine, auf denen die Schleifer den rohen Glasstücken einen veredelnden Schliff verleihen. Der Mittelpunkt der nordböhmischen Glasfabrikation und Schmuckwarenindustrie. Diese verhältnismäßig kleine Stadt war einer der größten Steuerträger im alten Österreich-Ungarn. Die Gablonzer lassen unter ihren Händen jene glänzenden Kleinigkeiten entstehen, welche die Mädchenherzen der ganzen Welt entzücken. Verlangt immer Neues. Unermüdlich gilt es daher, neue Muster und Formen auszudenken, die dann ihren Weg in die großen Mode- und Warenhäuser nehmen. Gablonzer Schmuck treffen wir auf dem ganzen Erdball an. Im höchsten Norden wie im tiefsten Afrika, im fernen Osten wie in den verwöhnten Vereinigten Staaten tragen die Frauen Gablonzer Schmuck. Die bäuerliche Landschaft des Niederlandes zeigt Häuser einer besonderen Bauart, umrahmt von hölzernen Umgebinden. Charakteristisch für diese Landschaft sind die großen Teiche mit ihren weiten, stillen Wasserflächen, umgeben von den freistehenden Kuppen vulkanischer Erhebungen. Das idyllisch gelegene Haida. Von hier aus ging das bekannte Kristallglas in alle Länder. Die Kunst der Kristallschneider hat sich durch Generationen vererbt. Mit feinstem Gefühl und untrüglicher Sicherheit führen diese Kunsthandwerker die schwierigsten Schliffe aus. In diesem Rubinglas werden die Muster mit feinsten Schleifrädchen gradiert. An der Mündung der Eger in die Elbe liegt die alte Bischofsstadt Leitmeritz. Bei ihrer Gründung erhielt sie das Magdeburger Stadtrecht, das aus altsächsischem Recht erwachsen im Osten weite Verbreitung fand. Der große, rechteckige Marktplatz ist kennzeichnend für die sudetendeutschen Städte des 12., 13. und 14. Jahrhunderts.
Von Leitmeritz trägt uns das Schiff elbabwärts durch eine der schönsten deutschen Stromlandschaften, das böhmische Mittelgebirge. Es bildet ein Glied in der Kette der Basaltgebirge, die sich quer durch Deutschland zieht. Die bizarre Form dieser Bergkegel lassen das Bild einer erstarrten Vulkanlandschaft erstehen. Die Schönheit dieser Landschaft haben Maler und Dichter in ihren unvergänglichen Kunstwerken festgehalten. Am bekanntesten ist Ludwig Richters Überfahrt am Schreckenstein. Kegel des Donnersberges ist die höchste Erhebung im böhmischen Mittelgebirge. Besonders reizvoll ist dieser Landstrich im Frühling. Namen wie Sebusein und Dubitzer Kirchlein stimmen die Herzen besonders wanderfreudig. Dicht am Südfuße des östlichen Erzgebirges liegt Teplitz-Schönau, die älteste sudetendeutsche Badestadt. Viele berühmte Gäste haben hier Heilung gesucht, unter ihnen Beethoven und Goethe. Eger aufwärts treffen wir eine Reihe malerischer Städte aus dem Mittelalter. In Saatz schrieb um 1400 der Stadtschreiber Johannes sein bekanntes Streitgespräch »Der Ackermann aus Böhmen« in neuhochdeutscher Sprache. Am 4. März 1919 brachte Kaden das größte Blutopfer für das sudetendeutsche Selbstbestimmungsrecht. Diese mächtige Pfalz baute der Staufenkaiser Barbarossa. Die Doppelkapelle, ein seltenes Bauwerk jener Zeit, ist noch voll erhalten. Ist die älteste Stadt des Sudetenlandes. Länder lieben ihre Tracht und gerne tanzen sie, wenn Dudelsack, Geige und Klarinette aufspielen. Die farbenfrohen Egerländer Fachwerkbauten sind ein schönes Beispiel bodenständigen deutschen Hausbaues. Schluss unseres Streifzuges besuchen wir im Weltbäderdreieck Quellen von einzigartiger Heilkraft, die aus den Tiefen des vulkanischen Gesteins hervorsprudeln. Hier versammelten sich unter deutscher Pflege die Großen der Erde. Kaum ein anderes mitteleuropäisches Land dürfte so viel Monarchen, Fürsten, Künstler und Geistesheroen gesehen haben, wie die Landschaft zwischen Böhmerwald und Erzgebirge. Die starken Glaubersalzquellen von Franzensbad wirken bei Frauenleiden besonders heilsam. Die verschiedenartig zusammengesetzten Mineralquellen, mit denen die mannigfachsten Heilwirkungen erzielt werden, verleihen Marienbad den Charakter eines Universalbades. Der
Karlsbader Sprudel ist mit 72 Grad Celsius die heißeste und bekannteste europäische Quelle. Sie fördert in der Minute 2000 Liter Thermalwasser und täglich rund 19.000 Kilogramm gelöste Salze. Die Brunnenmädchen tragen Gummikleidung gegen den unaufhörlichen salzig-heißen Sprühregen des 13 Meter hohen Sprudels. Unter den 17 anderen warmen Mineralquellen Karlsbads ist der Mühlbrunnen mit seinen großartigen Kolonnaden am bekanntesten. Das weltbekannte Hotel Pupp. Als höchste Anerkennung einer vollkommenen Sache gelten die Worte wie bei Pupp. Seit 600 Jahren steht Karlsbad im Dienste der leidenden Menschheit. Welche Stadt des Kontinents darf sich dessen rühmen? Hier hat Goethe mehr als 2 Jahre gelebt. Beethoven gab hier sein bekanntes Armenkonzert. Hier spielte Paganini. Und hunderte anderer Musensöhne, wie Schiller, Stifter und Körner, Brahms, Wagner, Chopin und Reger, tranken sich hier gesund, um der Kunst in verstärktem Maße dienen zu können. So wird uns heute erst klar, was Goethe mit seinen Worten sagte: Es ist ein eigenes Land. Ich bin immer gern dort gewesen. Thank you.